Die mediale Aufmerksamkeit in Richtung Spionageaffären und Whistleblower könnte kaum größer sein als momentan. Und das ist vielleicht auch interessant, mal einen Blick auf einen deutschen Film in eine ähnliche Richtung zu werfen, namens Who Am I? Im echten Leben bin ich ein Niemand, unsichtbar. Aber im Netz kann ich sein, wer ich will. Dein Freund. Dein Feind. Ein Superheld. Und keiner weiß, wer ich wirklich bin. Who am I? Du kannst sein, wer du willst. Demnächst im Kino. Das ist also der erste Trailer zu Who Am I? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schon interessant, weil es ein deutscher Film ist, der mal wieder nicht typisch deutsch aussieht. Und davon bin ich Fan, wenn man versucht, eine Genregeschichte zu erzählen. Und auch im Cast hier Elias Mbarek und Tom Schilling als Hauptcharaktere zu haben, die eigentlich ungleicher kaum sein könnten, finde ich durchaus spannend. Who Am I bringt uns Sony Pictures voraussichtlich ab dem 2. Oktober 2014 in die deutschen Kinos. Also genau an einem Tag, wo wir danach direkt einen Feiertag haben. Das ist doch praktisch für den Kinostart. Aber unabhängig davon ist es eben die Geschichte von einer Berliner Gruppierung von Hackern, und als Hacker kann man alles sein. Das zumindest erzählt uns der Trailer. Man kann sich verstecken, wenn man gut genug ist, und mehr weiß man über den Inhalt noch nicht. Aber ich finde es grundsätzlich wahnsinnig interessant, dass ein deutscher Film sich an so eine Hacker-Mentalität herantraut und den Trailer teilweise auch so verstörend unterschneidet und musikalisch gut untermalt und dabei auch so einen toughen Look wählt. Und das finde ich erst einmal fördernswert, denn wie oft haben wir es, dass deutsche Filme uns dann doch wieder so in diese gleiche Suppe hineinschmeißen? Das einzige Fragezeichen, was ich habe, ist, dass der Film hier voraussichtlich ein FSK 12 haben soll. Und ich würde mir immer wünschen, dass Filme auch ein bisschen härter aus Deutschland sein könnten, wie zuletzt Derio mit dem FSK 16. Aber gut, wie dem auch sei, Regisseur Baran Bo-Oda hat schon mit Das letzte Schweigen zuletzt bewiesen, dass er durchaus bereit ist, relativ weit zu gehen, was zumindest die psychische Belastbarkeit angeht seiner Zuschauer. Und deswegen bin ich gespannt, was Who Am I ab dem 2. Oktober zu bieten haben wird. Mit Elias Mbarek, mit Tom Schilling, mit Wotan Wilke-Möhring, mit Antoine Warner Jr., den kennen viele jetzt momentan aus der Technikkampagne aus Saturn. Durchaus ein interessanter Cast, und deswegen bin ich mal gespannt, was der Thriller kann, aber freue mich vor allem auf einen zweiten Trailer, der dann vielleicht dann doch einen tieferen Einblick gibt. Was sagt ihr denn zum Trailer zu Who Am I? Schreibt es gerne in die Kommentare, denn ich bin durch mit meinem Trailer-Check zu dem Streifen. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diesen mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten gibt es hier noch ein paar Links um mich rum, und morgen um 15 Uhr spätestens ein neues Video. Und bis dann hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.